Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für alle Baumpflegearbeiten von Verticalis erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitliga-Heimspiel der SG Dynamo Dresden gegen den 1. FC Heidenheim. Die Partie endete mit 3:2. Ich begrüße alle Gäste in den Räumlichkeiten des DDV-Stadions sowie die beiden Cheftrainer hier vorne neben mir, Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim und unseren Cheftrainer Uwe Neuhaus. Das erste Wort gehört dem Gast. Wie fällt Ihr Fazit nach der 2:3 Auswärtsniederlage in Dresden aus? Ja, schönen guten Abend und erstmal Glückwunsch an Uwe und Dynamo Dresden zum Sieg. Es war heute ein sehr gutes Zweitligaspiel, wenn man vor allen Dingen die Offensivleistung beider Mannschaften nimmt. Mit einem allerdings schlechten Spielverlauf und vor allen Dingen einem sehr schlechten Endergebnis für uns. Wir haben am Anfang Probleme gehabt in der Defensive, in der Zentrale, konnten einfache Bälle nicht konsequent klären, die Kone eiskalt ausgenutzt hat. Beim ersten nach einer Standard, beim zweiten mit einem langen Ball, wo wir das Kopfballduell verlieren und dann den Ball nicht klären. Haben dann zwischendurch den Ausgleich gemacht, wo ich gedacht habe, okay, wenn man 1-0 hinten liegt, so schnell zurückkommt, dann ist man drin im Spiel. Aber sind in der ersten Halbzeit diesen 2-1 hinterhergerannt und mussten viel Arbeit verrichten, vor allen Dingen in unserer eigenen Hälfte. Waren aber selber, wie ich finde, schon in der ersten Halbzeit nach vorne immer gefährlich. Haben immer das Gefühl gehabt, da kann was passieren. Und klar, in der Halbzeit habe ich der Mannschaft gesagt, wir sind zwar jetzt zurück, aber wir können den Glauben daran haben, dieses Spiel heute hier zu drehen. Und nach der ersten Chance von Röser haben wir das Spiel komplett im Griff gehabt, haben frühe Balleroberung gehabt, konnten die Konter sofort im Ansatz unterbinden, haben uns selber die ein oder andere Chance rausgespielt, eine große wieder nach einer Ecke, wo John Verhoek frei zum Kopfball kommt. Sind ein paar Mal vor allen Dingen über die rechte Seite durchgekommen, aber final ist nicht gut zu Ende gespielt und trotzdem dann das Tor nach einer Standard zum 2:2. Ich glaube, wenn man ehrlich ist, dann hat man, wenn man mal so die Stimmung im Stadion in dem Moment dann auch so ein bisschen aufgenommen hat, dann glaube ich, hat jeder von uns den Glauben gehabt, dieses Spiel auch noch komplett drehen zu können. Haben es dann auch in der Defensive in der Phase dann gut gelöst. Pech mit dem Freistoß von Marc, dass er nicht reingeht. Und auf der anderen Seite war es dann ein Lattenschuss, der Dynamo und die Fans vielleicht nochmal so ein bisschen wachrüttelt. Und was wir in der zweiten Halbzeit wirklich richtig gut gemacht haben, die Flüge zuzubekommen, wenig zuzulassen, ist uns dann vor dem 3:2 überhaupt nicht gelungen. Die linke Seite ist offen, wir sind, ich glaube sogar in Unterzahl. Und es reicht eine Aktion, dass der Ball scharf, flach auf den ersten Pfosten gespielt wird und liegen dann 3:2 hinten. Ich finde, wenn man das gesamte Spiel nimmt, vor allem dann auch aus unserer Sicht die zweite Halbzeit, dann darf halt alles passieren, aber dass wir das Spiel noch verlieren, das darf uns nicht passieren, ist extrem bitter. Und ich finde schon, wenn man sieht, wie die Mannschaft gefightet hat, wie sie zurückgekommen ist zweimal, wie sie in der zweiten Halbzeit eine ganz breite Brust bekommen hat und auch dann im Ballbesitz sich gut präsentiert hat, dann hätte man diesen Punkt verdient gehabt. Aber ich habe es vor dem Spiel gesagt, in dieser Saison, in diesem Spiel auch heute, werden Kleinigkeiten entscheiden. Kone war heute diese Kleinigkeit, der uns leider bestraft hat. Dankeschön. Herr Schmidt, vielen Dank für Ihre Ausführungen zum Spiel. Uwe, wie fällt dein Fazit nach dem 3:2 Heimsieg aus? Ja, eigentlich könnte ich jetzt einfach nur zustimmen. Bin absolut einverstanden mit der Bewertung des Spiels von Frank. Möchte aber trotzdem noch ein paar Worte sagen. Ist ja, ich glaube, nach einer guten Anfangsphase mit dem 1:0, auch das Ausgleichstor muss man ja auch erstmal wegstecken, waren wir sofort wieder da, haben in der ersten Halbzeit schon gut gespielt und Heidenheim hat uns wirklich alles abverlangt und wir haben uns natürlich in der zweiten Halbzeit vorgenommen, dass wir weiter nach vorne spielen, dass wir weiter auf das dritte Tor gehen, das Ergebnis nicht verwalten, das hat Heidenheim nicht zugelassen. Wir haben dann richtig dicke Probleme gehabt in der Raumaufteilung, in der Kompaktheit, haben überhaupt keine zweiten Bälle mehr bekommen, waren ständig unter Druck und die Folge war das 2:2 und dann es war so, wie der Frank auch gesagt hat, glaube ich, haben schon einige Befürchtungen gehabt, dass wir einbrechen. Wir haben uns aber dann relativ schnell auch wieder gefasst, sodass wir auch ein Gefühl dafür bekommen könnten, dass durchaus noch ein Sieg für uns drin war. Und das hat der Musser natürlich
Ja, in toller Manier hat das fast im Alleingang für uns erledigt. Wenn man sieht, wie er die drei Tore macht, das war schon außergewöhnlich gut heute. Und ich finde, es war ein Sieg des Willens, ohne jetzt natürlich Heidenheim keinen Willen zu unterstellen. Das sieht völlig anders aus. Aber wir haben uns einiges vorgenommen und das haben wir umgesetzt. Und es war heute ein Beispiel, wie man trotz nicht guten Fußballs, den wir sicherlich schon oft viel, viel besser gezeigt haben, trotzdem über Wille, Leidenschaft drei Punkte holen kann. Und die waren heute für uns enorm wichtig. Dankeschön. Danke auch dir, Uwe, für dein Statement. Jetzt ist Zeit für Ihre Fragen mit der Bitte um ein kurzes Handzeichen. Dann kommt Frank Schmidt zu Ihnen. Wer hat die erste Frage? Können wir mal eine stellen? Sven Geißler, Sächsische Zeitung. Herr Neuers, nochmal nachgefragt zu Moussa Kone. Wie erklären Sie das, dass er sich so schnell in die Mannschaft integriert hat? Er ist ja erst nach der Vorbereitung gekommen, also in der Winterpause erst gekommen, dass er so schnell hier heimisch geworden ist und auch so gut mit der Mannschaft funktioniert. Ja, ich glaube, dass es nicht immer lange Eingewöhnungszeit bedarf, um sich in eine Mannschaft zu etablieren, um dort mit denen gemeinsam guten Fußball zu spielen, um die eigenen Stärken dann auch einbringen zu können. Wir haben unser System durch einen anderen Spielertypen dann auch ein bisschen umgestellt. Die Mannschaft hat es auch schon vernommen und gemerkt, dass er Laufwege hat, die wir vorher nicht hatten und die für uns enorm wichtig sein können. Und deswegen glaube ich, braucht es keine lange Eingewöhnungszeit. Ein wichtiger Fakt für uns war, dass er voll im Saft steht, dass er uns sofort weiterhilft und er hat die komplette Vorbereitung beim FC Zürich ja mitgemacht. Von daher war das schon mal ein Riesenvorteil. Wer die nächste Frage? Keine Fragen mehr. Doch, hier vorne im Raum. Sind Sie so lieb und sagen Ihren Namen und das Medium, für das Sie arbeiten. Edgar Reibert, Heidenheimer Zeitung, auch ein Einzelspieler beim FCH. Herr Schmidt, Maxi Thiel, gerade in sehr guter Form, oder? Absolut, vor allen Dingen sehr torgefährlich. Habe es ja eben gesagt, wenn man dann so schnell zurückkommt und dann beziehungsweise so schnell zurückliegt und dann gleich das 1-1 macht, wäre es natürlich schön gewesen, wenn es uns insgesamt mehr Selbstbewusstsein und ein besseres Abwehrverhalten gegeben hätte, aber deswegen spielt er. Wir haben junge Spieler in der Hinterhand mit dem Tim Skarge, Kevin Langford auch und momentan auch Marc, finde ich, wir haben über beide Flügel es richtig gut gemacht, waren torgefährlich, waren schwer zu greifen. Das war heute das kleinste Problem für uns. Ich denke, da machen wir gerade einen richtig guten Job, können viel vorbereiten, bringen viel Torgefahr rein. Trotzdem war es dann so, dass es noch nicht ganz beim Maxi über 90 Minuten reicht, dieses Tempo zu gehen. Darf man nicht vergessen, er war 2 Jahre, bevor er zu uns gekommen ist, immer wieder oder auch lang verletzt. Und deswegen habe ich dann gehofft und hätte es ihm auch gewünscht, dass wir jetzt mit dem Tim dann die Sache gut nach Hause bringen. Nochmal Sven Geißler. Nochmal eine Personalie, Yannick Müller, die spätestens mit der Vorlage zum 3-2 ja komplett aufgegangen ist. Was hat Sie bewogen, ihn als Rechtsverteidiger zu bringen? Ja, die Idee ist natürlich nach dem Darmstadt-Spiel geboren und hat sich dann in der Woche verfestigt. Ich habe relativ früh mit ihm gesprochen, habe ihn gefragt, ob er auch schon mal Außenverteidiger gespielt hat. Das war schon vor meiner Zeit. Natürlich auch so ein bisschen auf Heidenheim auch umgemünzt mit vielen langen Bällen, gerade auch wenn sich der Stürmer häufig auf die Außenposition schiebt, haben wir dann schon mit dem Yannick Müller im Vergleich zu Kreuzer schon deutliche Vorteile, obwohl er heute auch ein paar Probleme im oberen Bereich gehabt hat, aber das liegt eben halt an der Stärke, die Heidenheim auf diesem Gebiet ausstrahlt. Gibt es weitere Fragen? Hinten im Raum. Oskar Jandura von fupa.net. Herr Neuhaus, wie unsicher ist man sich, wenn man mit Niklas Hauptmann einen Spieler aufstellt, der sich ja gestern erst leicht verletzt hatte? Ja, wir haben eine gute medizinische Abteilung und die können wir schon sehr gut Auskunft geben. Ob es überhaupt klappt, wie groß die Chancen sind, wie lange es wahrscheinlich gehen wird, dass der Muskel irgendwann im Laufe des Spiels, gerade bei so einem intensiven Spiel, dann wahrscheinlich zumacht. Das ist schon klar, aber ich glaube, die Zeit, wo er am Platz stand,
hat er alles gegeben und hat vor allem in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht und hat uns dadurch auch sehr weit geholfen. Keine Fragen, keine weiteren Fragen mehr. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit unseren Gästen aus Heidenheim, einen angenehmen und sicheren Heimweg und viel Erfolg für den Rest der Runde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.